Ich bin Wolfgang Link und begrüße euch in meiner Genusswelt. Heute, wegen der vielen Reste, die wir immer zu Hause haben, auch bei uns ist es so, wir hatten gestern Steakreste zu Hause, zeige ich euch mal, was man aus den Überhängen macht. Nämlich mache ich aus den Steakresten einen schönen, leckeren Salat. Einen Fleischsalat, einen feurigen Rindfleischsalat. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir schneiden die Steaks klein. Dann habe ich noch ein bisschen Zwiebel, Frühlingszwiebeln und Chilischoten-Überhänge zu Hause. Die gebe ich auch hier rein. Eine Petersilienwurzel habe ich klein geschnitten vom Suppengemüse vom Vortag. Knoblauch. Sesam. Ein Löffel Creme Fraiche. Und dann habe ich noch eingelegte Tomaten gefunden. Kann man auch getrocknete Tomaten nehmen, wenn man zu Hause hat, oder natürlich auch ganz frische. Geben wir auch mit rein. Würzen tun wir das Ganze mit hellem Balsamico-Essig. Ich habe hier Erdnussöl und Salz brauchen wir auch dazu. Dann verrühren wir das Ganze. Und es lässt sich auch hervorragend vorbereiten. Wenn ihr das an dem Tag, wo ihr die Überhänge habt, in der Früh macht und Abend essen wollt, hervorragend. Können wir auch schon anrichten. Und so sieht er aus, unser Resteverwertung par excellence, so wie man sich's vorstellt. Alles ist aufgebraucht, es bleibt nichts über. Und so wünscht sich jede Hausfrau und natürlich ich auch. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!